Heute machen wir eine kleine Reise in die Vergangenheit. Wer kennt es noch? Heute zeigen wir euch eine Lösung, wie dass ihr eure alten VHS-Kassetten, das kann sein von Videos, die ihr selber aufgenommen habt, mit einer alten Videokamera noch, oder auch Videos von eurer Kindheit, wie der Klassiker zum Beispiel, wie dass ihr den in der heutigen Zeitalter, im heutigen digitalen Zeitalter auf einem HDTV schauen könnt. Damit wir das können, nämlich unsere alten VHS-Kassetten auf dem HDTV schauen, brauchen wir einen sogenannten Konverter. Das ist ein analog zu Digital-Konverter oder AV zu HDMI. Und das ist das kleine Gerät hier. Im Prinzip ganz einfach, ganz simpel. Man hat einen Input, man hat einen Output und eine Stromquelle, die es braucht, damit der Konverter die ganze Sache sauber auf euren Fernseher bringt. Dazu kommt noch ein Kabel mit einem rot-weiß-gelb-Stecker dran und hier der Adapter, wo wir die einstecken können, die korrespondierenden jeweils. Auf der anderen Seite ist der Kartanschluss. Den haben eben die alten Geräte noch, wie zum Beispiel hier dieser gute Audio-Rekorder. Funktionieren tut der Marmitec-Konverter ganz einfach. Und zwar eben einstecken am Kartadapter vorne, dann da hinten beim Input auch wieder rot, weiß, gelb. Das Teil kommt beim Videoplayer auf den Ausgang und das hier kommt beim Fernseher mit dem HDMI-Stecker auf den Eingang. Dann brauchen wir nur noch den Strom. Und können den noch einstecken. So. Und wenn wir jetzt hier Play drücken, gut, ich kann es auch mit einer fancy Fernbedienung machen, dann geht's los. Super. Heidi, in Schwarz-Weiß, auf Schweizerdeutsch. Die ganze Geschichte funktioniert natürlich auch, wenn ihr alte Spielkonsolen habt, so wie eine Wii oder PlayStation 1, PlayStation 2, glaube ich auch noch sogar. Da ist es ein bisschen einfacher als beim Videorekorder. Da stecken wir einfach das Kabel von der Wii direkt am Konverter an. Hinten bei der Wii an Anschluss. Und, Moment, wo ist das HDMI-Kabel? Da. Das HDMI-Kabel am Fernsehen. Und wenn wir jetzt hier auf den Power-Knopf unserer Wii drücken, dann kommt hier unser Bild. Tada! So kann man auch die alten Klassiker auf der alten Konsole wieder erleben. Marmitec bietet das gleiche in umgekehrter Form an, nämlich von digital auf analog. Das ist im Prinzip genau das Gleiche wie der hier. Einfach die Ein- und Ausgänge sind vertauscht. Also sprich, bei dem hier, wenn ihr ein digitales Abspielgerät habt, wie ein DVD-Player, Blu-ray-Player oder eine aktuelle Spielkonsole, könnt ihr mit diesem Konverter das auf euer altes SCART-TV bringen. Oder auch auf einem Beamer zum Beispiel, der nur die Composite-Kabel hat. Wirklich eine gute Sache. So kann man alle seine alten Geräte, die man noch irgendwo hat, hat jeder von uns ganz sicher, kann man nämlich wieder brauchen mit der heutigen Technik.